Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 12.05.2019 und heute mal ein Video zu diesem unfassbar krassen Price Run, den wir jetzt die letzten Tage gesehen haben. Es tut mir vorab leid, dass ich nicht aktuell ein Video machen konnte oder ein Video machen wollte. Ich war einfach zu sehr beschäftigt, mich mit der Price Action selber zu beschäftigen, während vor allem den gestrigen Tag, dass ich wirklich nicht dazu gekommen bin, ein Video zu machen, da eigentlich alle 10 bis 15 Minuten irgendwas Neues passiert ist und ein neuer Pump oder ein neuer Dump explodiert ist. Dementsprechend habe ich das Video auf heute rausgeschoben. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Die Gegebenheiten haben sich ein wenig verändert. Ihr hättet wahrscheinlich mit meiner gestrigen Vorhersage eh nicht so viel Profit gemacht, weil meines Erachtens wäre der Top bei 7.000 circa gewesen. Das war bei dieser ersten Rejection, hat sich dann heute Nacht herausgestellt, dass wir nochmal auf die 7.600 gerannt sind. Und ich würde sagen, wir starten das Video direkt los. Hier nochmal ein Hinweis, folgt mir wirklich sehr, sehr gerne auf Twitter. Ich poste auf Twitter ca. 25, 30, 40 Tweets am Tag. Und also wenn ihr da Fragen habt zu den Charts, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, könnt ihr einfach kommentieren. Und ich kann wirklich schnell reagieren, ohne jetzt jedes Mal ein Video zu machen. Genauso wie unsere Telegram-Gruppe, die natürlich vollkommen kostenlos ist, einfach eine Community-Gruppe, und seit den letzten 7, 10 beziehungsweise auch schon 14 Tagen sind die Leute wieder richtig aktiv geworden, die Stimmung ist wieder richtig toll in der Gruppe, jeder ist wieder an den Charts interessiert, jeder kommentiert die Charts, hier haben wir eine ETH-Chart, und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Und wir sind jetzt hier am Bitcoin Daily Chart und ihr seht auch schon hier meine Zonen eingezeichnet. Warum habe ich diese Zone gezeichnet? Das hier konkret war dieses Level, dieses Preislevel, was wir auch von hier hatten, das zu diesem krassen Dump geführt hat. Das war der 5. September 2018, das weiß ich noch sehr genau, weil ich hier Short gefillt habe und meine Altcoin Buys gerackt worden sind gleichzeitig. Das heißt, mein Short war extrem tief im Profit und meine ganzen Altcoin-Buys, die ich mit Limit-Orders gesetzt habe, wurden extrem gerackt. Deswegen werde ich diesen 5. September 2018 nie in meinem Leben vergessen. Diese Zone habe ich mir eingezeichnet, geht jetzt bis hier rüber und war auch jetzt konkret hier unser Top. Habe natürlich nicht blind in diesen Move reingeschortet. Erklärung könnt ihr auch auf Twitter sehen. Ich warte eigentlich fast immer von einem Breakdown. Ich habe einen Short gefüllt bei 7.000 irgendwas und wurde dann die Nacht noch ausgestoppt, weil eben die letzte Welle noch höher ging. Aber so richtig blind in den Level shorten, wie zum Beispiel 6.400, was auch so eines meiner Top-Szenarien war, das mache ich normalerweise nicht. Ich ziehe uns jetzt hier auch mal unser Volume-Profile an und können das Ganze auch ein wenig weitermachen. Was jetzt hier für mich extrem beachtlich ist oder extrem beachtlich an diesem Anstieg war, wir sehen hier ganz klar diesen 6.400er Bereich. Viele haben von diesem 6.000er Floor gesprochen und gesprochen, diesen 6.000er Floor direkt zu shorten. Da war ich schon von Haus aus skeptisch, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass wir nicht einfach direkt von 6.000 abprallen und dann zu neuen Lows trainen, weil einfach dann die Masse recht hätte. Also wie gesagt, ich glaube, jeder, Leute, die nicht mal trainen, haben gesagt, dass 6.000 die neue Resistance sein wird und dass wir von hier dumpen. Jeder hatte dieses Szenario im Kopf, wo wir hier raufrennen und dann von hier dumpen. Habe ich mir schon gedacht, 6.000 wird wahrscheinlich nicht das High sein. Vor allem, wenn wir uns auch hier das Volumenprofil anschauen. Wir haben hier diesen Gap im Profile. Das heißt, wir haben zwar hier Support durch die Wicks gehabt in diesem 6.000er Bereich, aber wir haben hier null Aufkommen im Volumenprofil. Was mich dann extrem stark gewundert hat und wo ich dann in dieser Disbelief-Phase hoch 1000 war, war, als wir diesen Bereich gebrochen haben. Wir haben hier dieses ultra starke Supply-Level. Wir haben hier den Point of Control von diesem Volume-Profile. Also wir haben hier x Gründe, warum der Markt hier nicht durchgehen soll. Und wir sind hier einfach straight durchgenuked. Das heißt, das war wirklich so der Zeitpunkt, wo ich so extrem in den Disbelief-Modus gekommen bin und gesagt habe, okay, für mich gilt jetzt eigentlich nur noch zu schauen, dass ich Rebuys setze, also in die Trendrichtung, und dass meine größeren Trades alle
mit dem Flow sind, mit dem Markt und dass ich meine Shorts wirklich nur aufs Scalp beschränke und auf kleine Positionen, was ich auch jetzt auch machen werde. Das heißt, wir haben hier 6400, einen Bereich, wo ich wirklich sehr stark daran interessiert bin, wenn wir hier tiefer gehen. Aber ich erkläre euch meine genaue Strategie sowieso nach. 6400, allein schon wegen dem Volumenprofil und auch wegen dem Rewap. Geht's auf den Weekly Chart. Weekly Chart sieht auch unfassbar heftig aus, obwohl es jetzt ein wenig ja, weniger bullish wird mit diesem Wick, aber dennoch, der Weekly Close ist jetzt bald. Ich gehe nicht mal davon aus, dass die Candle unter 6140 abverkauft wird, bevor diesen Weekly Close. Deswegen haben wir hier einfach diesen starken Weekly Close und einfach wirklich einen weiteren Grund, hier unsere Bias zu ändern und hier wirklich kurzfristig auf alle Fälle auf Longs zu gehen. Wir haben hier jetzt eben diesen Floor, den ich auf alle Fälle longen werde, wenn wir hier den Retest haben. Wir haben aber auch hier unten ein Level, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass sie in diesem Bereich nochmal traden werden. Wir haben hier diesen Floor geformt, der für 1, 2, 3 Wochen gehalten hat und von diesem Level aus, von diesem 5100, von dieser Konsolidationsphase, haben wir eigentlich diesen starken Run gesehen. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir auch diesen Bereich nochmal antrainen werden. Das heißt, ich wäre hier jetzt nicht stark überrascht. Das ist jetzt auch hier im Volumenprofil direkt. Wir haben hier riesiges Aufkommen bewegt. Wir haben hier extrem großes Volumen gehabt und wir haben hier den Point of Control. Das heißt, es würde mich nicht wundern, wenn wir auch nochmal diesen Bereich testen. Nun, auf alle Fälle wäre ich auch in diesem Bereich ein Käufer. Szenario, für das Szenario würde auch sprechen, dass die Crowd wahrscheinlich wieder falsch liegen würde, weil so ich das Sentiment jetzt einschätze, will jeder diesen 6000 Support kaufen. Sollten wir aber Richtung 5300 gehen und die anderen, die größeren Investoren, die größeren Wale, die auch hier akkumuliert haben, hier wieder kaufen, dann werden die anderen Leute, die bei 6000 gekauft haben, erstmal wieder ausgestoppt werden. Gehen wir wieder zurück zum Daily Chart, um euch kurz meine anderen Kaufzonen und am Daily Chart zu zeigen. Wir haben jetzt hier den ersten Support bei 6800, der jetzt gerade angetestet wird. Zeigt auch schon erste Reaktion. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Kampf zwischen diesem 7500 Level und diesem 6800 Level. Generell wäre das ein Support gewesen, den ich kaufen wollte. Womit ich ein Problem habe, ist die Art, wie wir in diesem Support gekommen sind und wie eben die Daily Candle ausschaut. Wenn wir jetzt konkret hier durchgeschossen wären und vielleicht hier nochmal ein wenig higher getradet hätten und dann vielleicht mal ein, zwei, drei Tage seitwärts gehabt hätten und erst dann den Dump gesehen hätten von 7500 auf 6800, dann wäre ich wirklich ja, sehr interessiert gewesen, dieses Level zu bitten. Da wir aber heute Nacht in dieses Level gestoßen sind, in diese 7500, sofort wieder abverkauft haben und jetzt direkt mit dieser ja nicht wirklich schönen Candle in dieses Level gestoßen sind, kaufe ich dieses Level nicht. Also es gibt immer Unterschiede zu Level. Auch wenn der Support hier stark ist und diese ehemalige Resistance, heißt es nicht, dass jeder Test gleich ist. Es geht vor allem um den Ausdruck Time and Space, heißt es im Englischen, Zeit und Raum. Es sollte schon ein wenig Zeit zwischen dem Ausbruch und zwischen dem Retest sein. Ansonsten ist die Gefahr immer sehr groß, dass der Markt das Level einfach nicht respektiert. Ich schaue jetzt gerade, ob ich hier ein Beispiel finde, aber ich glaube, im Daily Chart wird es hier eher schwierig werden. Ja, im Daily Chart finde ich jetzt kein Beispiel. Ich kann euch das nächste Mal eins zeigen. Auf alle Fälle, wenn ihr ein Level seht, wo der Chart direkt durchnukt und aber sofort wieder dahin tradet, dann ist das normalerweise kein guter SR-Flip, also Support und Resistance Flip. Ich kann es euch am 1-Stunden-Chart dann zeigen. Wir haben dieses Level hier, 6800 mein Support Level 1, 6060 mein Support Level 2, 5800 mein Support Level 3 und wenn alle Stricke reißen, dieses Level hier, 5532, ganz einfach, wir hatten hier diese Zone, die den Markt so lange gehalten hat, bis wir hier diesen Breakout hatten. 5500, meine letzte Buy Zone, sollten wir hier unterbrechen, wären alle bullischen Szenarien verworfen, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe. Wie sieht mein Plan aus? Wie will ich das Ganze entern? Was habe ich vor? Ich will keine Spot-Bitcoin kaufen. Ich habe schon genug Spot-Bitcoin und bin jetzt bei diesem Run nicht interessiert, Spot-Bitcoins aufzuladen. Spot heißt,
dass man direkt Bitcoins kauft, physische Bitcoins über eine Exchange, zum Beispiel Binance. Der Bitcoin gehört einem dann und dann legt man ihn auf den Ledger zum Beispiel. Woran ich interessiert bin, ist in diesem Bereich zu akkumulieren mit den September Futures auf BitMEX. Einfach konkret, weil ich den Hebeleffekt nutzen will. Eventuell mit 5 bis 10 Hebel, also nicht 100 Hebel oder irgendein Bullshit. Aber nur mal so, um meine Strategie zu erläutern, würde ich keinem empfehlen, kein Kapital, keinen Hebel nehmen, nur weil ihr jetzt denkt, wir rennen direkt auf 50.000. Ich habe mich dazu einfach entschieden, den Trend, mit dem Trend zu gehen, zu hoffen, dass der Trend anhält und dann eben mit Future-Kontrakten zu akkumulieren. Das heißt, ich gehe auf die September-Futures, weil ich laut meiner bisherigen Analyse davon ausgehe, dass wir über den Sommer den Trend fortsetzen, August, September, und dass wir neue Highs sehen werden und auch sehen können nach einem Cool-off. Hier auch ganz interessant, Ethereum. Ethereum bin ich noch viel bullischer als auf Bitcoin. Dazu werde ich ein eigenes Video machen. Ja, schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ich glaube, am Mittwoch habe ich mehr Zeit, um euch meinen genauen Ethereum-Plan zu sagen. Aber Ethereum sieht wirklich unfassbar gut aus. Aber mehr dazu in einem anderen Video. Jetzt hier noch den 6-Stunden-Chart. Was ihr hier jetzt auch schon seht, ist einfach, dass wir hier keinen Support haben. Ganz, ganz dünnes, ganz, ganz dünne Preisbewegung. Die Kerzen werden immer länger. Das ist dann meistens das Zeichen für die Buy Flow Exhaustion, wenn man auf Englisch sagt, immer ist das Englisch. Ja, Buy Flow Erschöpfung, Käufererschöpfung. Sieht man immer, wenn die Kerzen immer länger werden. Wir haben dann hier oben den letzten Wick. Nehmen mit diesem Wick die Stops aus dem Markt hier oben. Jeder, der hier short ist, wird hier nochmal rausgenommen. Liquidität wird geschaffen für die größeren Player und der Sell-off beginnt. Wir haben hier ein Demand-Level im Bereich 6400. 6400 ist dieser Bereich, wo unser Point of Control war, die rote Linie am Volume Profile und auch ja, das große Supply Level. Das heißt, ich gehe davon aus, dass 6400 das Support halten wird. Wir haben auch hier unsere Golden Pocket, Fibonacci Ratio, sollte für einen Bounce dienen. Bis dahin sieht der Preismove ziemlich dünn aus. 12-Stunden-Chart genauso. 12-Stunden-Chart war der Chart, wo ich eigentlich einen Short-Setup gesehen habe und wo ich auch shorten wollte, aber ich bin dann, wie gesagt, mit dieser Kerze ausgestoppt worden, weil eben für mich der Top hier war. Ja, für mich war der Top irgendwo in dem Bereich. Und dann kam halt nochmal dieser letzte Push, der mich dann ausgestoppt hat. Kann man nichts machen. Im Nachhinein hätte ich warten sollen auf das hier, dass wir hier diese Stops Rain von der 12-Stunden-Kerze, bearische High-Attempt-Kerze und dann der Drop. Hier wäre auf dem 12-Stunden-Chart schön zu sehen, dass wir hier gar keinen Support haben bis 5800. Hier wäre das nächste Demand-Level. Sieht ziemlich schrecklich aus, aber wir haben die Support-Zone ja im Daily-Chart. 1-Stunden-Chart sieht absolut schrecklich aus, bringt auch relativ wenig, weil, wie gesagt, der 1-Stunden-Chart in so Parabolenanstiegs ist einfach nicht zu verwenden, da es einfach gerade nach oben geht und wenig Support darunter ist. Schauen wir uns den 15-Minuten-Chart an. 15-Minuten-Chart war leider so, dass ich hier nicht mehr short in den Markt gehen konnte. Ich habe mir diese Zone angestrichen, weil wir einfach hier dieses Aufkommen haben, Support gehalten, Support gehalten. Haben dann die Käufer gehabt und was wirklich oft passiert ist, dass der Markt nur zu diesen Wicks rennt. Also die eigentliche Zone wäre zwar hier, aber die Shorter kommen schon hier in den Markt, weil eben hier diese zwei Wicks sind. Und dann kommt eben schon der Sell-off, deswegen kam ich leider nicht rein. Halb so wild. Ich schaue eh jetzt mehr auf Long-Term-Longs als wie kurzfristige Trades. Wenn ihr Trendlinien ziehen wollt, seht ihr auch hier, dass die Parabola hier durchbrochen wurde. Hier dieser steile Anstieg, dieser Bruch durch. Hier wäre dann nochmal die Konfluenz gewesen mit der Trendlinie, ist leider nicht gekommen, whatever. Wie gesagt, ich bin eher auf Buys als auf Sells aus. Korrektur könnte hier jetzt dennoch tiefer werden, einfach aus dem Grund, weil dieser Anstieg extrem ineffizient ist und weil wir da wahrscheinlich sehr viel korrigieren davon müssen, um eben dann irgendwo eine Base zu formen. Wie gesagt, erster Bereich, wo ich wirklich hoffe, dass wir eine Base formen, wäre 6400. Hier haben wir auch ein wenig Aufkommen, was eine Base rechtfertigen würde. Wahrscheinlich werden wir aber 6400 eher testen. Darunter dann eben die weiteren Bereiche, die ich am Daily Chart erklärt habe. Wie gesagt, ist jetzt alles halb so wild, ist einfach das normale Verhalten nach diesem parabolischen Anstieg.
Es waren einfach so viel gehebelte Long-Positionen offen, dass einfach zu diesem Zeitpunkt, dass einfach dieser Zeitpunkt kommen musste, wo einfach mal dieser Shakeout kommt. Die ganzen Leute, die jetzt nicht im Markt sein sollten, die ganzen Leute, die überhebelt sind, einfach aus dem Markt zu drücken, ist jetzt passiert. Das Funding hat auch gewechselt auf BitMEX. Das heißt, die Longs zahlen jetzt die Shorts, glaube ich. Habe ich gestern gesehen noch. Das heißt, das war die klare Reaktion. Entry war schwierig. Also ich respektiere jeden, der hier diesen Entry getroffen hat. Das war einfach nicht vorherzusehen, weil es hätte durchaus passieren können, dass wir nochmal auf die 7900 rennen. Wie gesagt, ihr habt jetzt meine Zone, ihr habt ein aktuelles Update-Video. Alles Weitere besprechen wir auf Twitter oder eben, wie gesagt, auf in die Telegram-Gruppe, wenn ihr da reinkommen wollt, wenn ihr reinschauen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin, euer Chris.